Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, ich möchte ehrlich mit euch sein, Leute. Mir geht's wirklich richtig scheiße momentan. Es ist gestern auch eine sehr große Scheiße in meinem Leben passiert. Ja, und nur schon mal als Vorbereitung. Es wird wahrscheinlich Tage, beziehungsweise vielleicht sogar noch einige Wochen dauern, bis ich darüber hinweg bin. Das heißt, ich werde nicht so schnell wieder gut drauf sein. Allerdings möchte ich trotzdem versuchen, so oft wie möglich natürlich aufzunehmen. Erstens, weil ich wirklich unheimlich Lust auf Aufnehmen habe, weil es mir Spaß macht. Und zweitens, weil mich Aufnehmen auch glücklich macht. Und das ist das, was ich auch momentan brauche. Etwas, was mich glücklich macht. Allerdings wundert euch vielleicht nicht, wenn ich tatsächlich mal Tage nicht dazu in der Lage bin, aufzunehmen. Heute zum Beispiel, ich werde jetzt nur das Let's Read aufnehmen. Mehr werde ich heute nicht aufnehmen. Das heißt, ihr werdet morgen keine Parts haben. Weil ich heute einfach nochmal einen Tag für mich brauche, um nochmal so ein bisschen, um darüber hinwegzukommen, ne? Vorerst mal. Und deshalb gibt es erst übermorgen wieder Videos für euch. Aber ab übermorgen. Oder besser gesagt, doch. Naja, besser gesagt, ab morgen. Also, übermorgen bekommt ihr die nächsten Videos, aber ab morgen werde ich dann wieder versuchen, täglich aufzunehmen. Ob ich es schaffe, kann ich euch nicht sagen. Wir werden es sehen. So, damit ihr Bescheid wisst. Auf jeden Fall, heute, dritter Teil Arundils Tagebuch. Es wird wahrscheinlich eh nur so wieder so ein 2-Minuten-Buch, weil das waren ja die anderen beiden Teile auch. Einfach mal schauen. Arundils Tagebuch, 21. Tag. Eine interessante Entwicklung. Heute Abend brachten mir meine Wachen einen Eindringling, den sie in der Nähe meiner Höhle gefunden hatten. Zunächst war ich verständlicherweise verärgert. Nicht nur war ich in einem der wenigen Momente gestört worden, die ich mit meiner Lieblingsdienerin alleine verbringen konnte, sondern zudem erkannte ich den Eindringling als Milchmädchen aus Dämmerstern. Auch sie erinnerte sich an mich und behauptete frech, ich hätte ständig in ihrer Nähe herumgelungert. So ein Lügenweib. Es stimmt. Sie war mir gelegentlich aufgefallen, aber den hübschesten Mädchen der Stadt konnte sie nicht im Mindesten das Wasser reichen. Ihr fortgesetzten Anschuldigungen kombiniert mit meiner Furcht vor weiteren ungeladenen Gästen brachte mich zu dem Schluss, dass sie niemals nach dem Arstern zurückkehren durfte. Meine Diener eilten, mein Urteil zu vollstrecken. Ihre Leiche liegt hier neben mir, während ich dies schreibe. Komisch. Ihre Augen sind immer noch so voller Leben. Vielleicht versuche ich heute Abend ein neues Experiment mit frischeren Materialien. Eine Frage habe ich jetzt. Hat er tatsächlich mit einem seiner Geisterdienerin rumgevögelt? Das wäre verdammt ekelhaft und ich weiß auch überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Ich will das auch gar nicht wissen. Ich will das überhaupt nicht wissen, ich lasse das mal so stehen. Ich bin mal gespannt, worum es im letzten Band geht, ob es da irgendwie auffliegt, ob irgendwas Großes passiert. Wie gesagt, kurze Bücher, aber ist nun mal halt so. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns halt übermorgen erst wieder. Tut mir leid, aber ich kann da leider nichts für. Und wir sehen uns dann hoffentlich übermorgen in einem nächsten Let's Read wieder. Und ich sage bis dahin, tschüss.